Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Attack 7. Wir sind hier in meinem Dschungel und wenn wir mal ganz kurz auf unser schlaues Projektboard schauen, dann wird uns eine Sache auffallen. Und zwar habe ich ein bisschen aufgeräumt, ihr werdet es gleich sehen, aber vorher, mein Inventar ist komplett clean und leer. Ich habe, okay, ich habe gerade Holz mitgenommen, weil wir das jetzt brauchen und Lampen, weil wir die jetzt gleich brauchen. Aber meine Ausrüstung ist repariert, gut, die Nitro habe ich gerade benutzt und wir haben jetzt eine verzauberte Diao, das Zeichen der Pünktlichkeit, weil ich immer... Und da könnt ihr im Stream vorbeischauen. Ich schaffe es immer. Ich habe es noch nie verkackt, dass ich um Punkt 19 Uhr anfange zu streamen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal vorbeikommen auf www.klim.tv. Das hier ist übrigens noch Hashtag Werbung, aber es steht ja auch direkt dahinter. Werbung für meinen Shop. Da könnt ihr auch direkt drauf gehen. Kuss. Auf, jetzt komm, pass mal auf, machen wir erstmal hier. So, also, Kuppel. Ich habe schon was bearbeitet, und zwar den Dschungel. Die Statue habe ich weggemacht, weil wir noch ganz viele andere Sachen zu tun haben. Und ganz ehrlich, es passt einfach keine Statue mehr rein. Deswegen machen wir heute das andere, den Erdtempel, den Steg und die Höhle, nachdem wir in der letzten Folge ganz famos das Baumhaus gemacht haben. Das, wie ich finde, einfach fantastisch ist, hier oben ein Baumhaus mit unserem Vogel drin, wo wir Musik hören können, wenn wir wollen. Wenn wir ein bisschen chillen wollen, geben wir einen Dschungel, ein bisschen Musik, ihr kennt. Aber ansonsten, finde ich, ist der Dschungel so ziemlich fertig. Wenn man sich das hier mal anguckt, es sieht perfekt nach Dschungel aus. Ich finde, ich habe hier eine richtig gute Arbeit geleistet. Hier vielleicht noch ein Blümchen oder so. Ich habe noch ein paar Blumen mitgebracht, die werden wir jetzt gleich noch ein bisschen placen. Oh, oh Mann. Vielleicht mache ich hier nochmal einen kleinen Rundgang und gucke, wo hier was spawnen kann. Das wäre vielleicht noch cool. Aber wir müssen heute die Höhle hier weitermachen und ein bisschen bepflanzen. Dann natürlich im Erdtempel werden wir heute fertig werden. Wir werden heute den kompletten Erdtempel fertig machen. Und das hier. Aber wo wäre Platz für eine Statue? Vielleicht hier, aber da möchte ich eher noch einen Baum pflanzen. Vielleicht hier können wir noch eine Statue machen, aber ich finde irgendwie... Hier kommt ja noch ein Steg hin und dann hier noch eine Statue zu machen, fände ich vielleicht wirklich ein bisschen too much. Und hier irgendwo sonst passt keine Statue hin. Von daher habe ich mich dafür entschieden, erstmal keine Statue zu bauen. Was heißt erstmal keine Statue zu bauen? Ich habe mich dafür entschieden, keine Statue zu bauen. Wir machen das ohne. So, das soweit dazu. Und ich finde, wir können jetzt hiermit anfangen. Ich habe ja auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier in diesen Boxen ein paar Blätter, die wir jetzt schon nehmen. Wir haben hier das Ding und die Blätter tun wir wieder zurück, denn wir fangen an mit einer ganz normalen Workbench, die ich auch nochmal hier drunter, oder drüber? Ich place die hier hin, dann macht die kein Gras kaputt. Machen wir den hier und machen wir den hier. Und dann müssten wir hier einen kleinen Steg rüberbauen, so einen kleinen Steg, der vielleicht hier schon anfängt. Der könnte wirklich hier so anfangen und dann hier so rübergehen zu Lucy, denn da sitzt unsere Katze, unsere Katze vor allen Dingen, die gehört euch ja auch. Das ist unsere Katze. Und da müssen wir mal gucken. Also ich könnte hier wirklich anfangen mit so einem kleinen Steg. Aber wir müssen noch gucken, dass man dann hier auch lang gehen kann. So. Und dann könnte man hier auch noch so ein Ding hinbauen. Und dann könnte man hier... So, ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das hier geht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe einfach mich noch gar nicht mit dem Gedanken eines Steges hier auseinandergesetzt. Es war nur so eine Schnapsidee, die ich eben hatte. Aber so ein Steg am Teich finde ich so grundsätzlich ganz nice. Ich muss nur gucken, wie ich diesen Übergang hier mache. Der gefällt mir nämlich noch nicht. Vielleicht mache ich da Wooden Trapdoors hin oder sowas in der Richtung. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, das kam mir jetzt gerade sehr spontan, die Idee. Aber Wooden Trapdoors finde ich aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich jetzt hier... die Wooden Trapdoors hinmache, hier so zum Beispiel, und dann hier nochmal einen Baumstamm, hier nochmal einen Baumstamm, dann finde ich, ist das so ein richtig, so ein smoother Übergang. Ah, da können wir mal schauen. Und dann können wir hier einen Weg rüber machen. Wir können das vielleicht sogar hier generell alles so ein bisschen mehr bebauen, sodass es ein bisschen mehr handmade aussieht. Und dann kommt hier quasi so eine kleine Brücke. Ich will so eine kleine gebogene Brücke hier hin machen, dass man auch hier hinstehen kann und keine Ahnung, hier kann man dann angeln. Das ist dann mein Angelspot oder sowas. Hier kann man dann am See angeln. Ich finde das aber grundsätzlich nice, dass man dann hier so... Ich mag das. Ich mag das. Sehr, sehr cool. Und dann können wir hier vielleicht noch ein paar kleine Pinöppel hinsetzen. Einen hier und einen, weiß nicht, hier. So. Und dann geht hier so eine Brücke hoch. So. So. Ach, geschafft. Und dann hier auf der anderen Seite auch nochmal. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aber Leute, ich quatsche jetzt schon wieder viel zu lange rum. Und wir haben eigentlich noch mehr als genug zu tun mit dem Tempel. Aber so eine Brücke kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier so eine haben. Sieht die cool aus von der Seite. Ziemlich basic noch. Ich probiere hier mal rum. Ich werde ein bisschen was basteln. Und werde euch dann gleich mal zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Aber ich finde, das wirkt noch viel kühler. Und hier baue ich so ein kleines Katzenhäuschen für Lucy. Übrigens, wer es nicht weiß, es ist nicht nach einer
existierenden Person benannt, sondern meine Katze, die ich seit 14 Jahren habe tatsächlich schon, die heißt tatsächlich Lucy und hat auch ein grau-weißes Fell. Also das passt eigentlich ziemlich gut, ist eine Perserkatze, aber andere Geschichte. Habe ich, glaube ich, selten erzählt über meine echten Haustiere, die ich habe, beziehungsweise hatte, als ich noch bei meiner Mutter gelebt habe. Ist ja auch egal. So, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hatten wir diese Katze. Und hier bauen wir noch weiter und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das fertig ist und widmen uns hier dieser Höhle. Let's go. So, meine Freunde, wir haben es fertig. Ja, wir sind durch, wir haben es fertig. Es ist cool. Und so sieht es ganz aus. Das sind jetzt die Stege. Ihr seht, da hinten sitzt schon eine Katze auf ihrem Kratzbaum. Die hat einen neuen Kratzbaum bekommen. Man muss natürlich den Katzen doch manchmal einen Kratzbaum geben. Und hier haben wir jetzt quasi so einen kleinen Weg, der uns hinführt zum Steg. Und den Steg finde ich ganz cool. Ich habe den mal aus Dschungelholz gemacht, weil wir haben so viel Spruce verwendet. Und ganz ehrlich, wir können auch mal ein bisschen Dschungelholz verwenden. Das haben wir jetzt hier unten. Von außen betrachtet sieht das auch ganz cool aus, finde ich. Und zwar so. Wir haben wirklich eine kleine, sweet Gegend. Hier wirklich einfach nur so eine kleine Brücke und dann hier so ein kleiner Teich. Man kann es immer wieder hoch, indem man einfach hier drauf geht und dann hier hochspringt. Keine Ahnung, also da kommt man immer hoch. Oder von überall kann man auch hochkommen, indem man einfach den hier macht. Also es geht schon. Vielleicht mache ich irgendwo noch eine Leiter hin, auf der man rauskommen kann. Maybe da oder so. Aber Leitern können ja jetzt auch unter Wasser sein. Vielleicht soll ich mir das zunutze machen und einfach wirklich mal eine Leiter dahin placen. Habe ich denn noch? Ja, habe ich noch. Ich glaube, mehr als drei Leitern brauchen wir auch nicht. So. Und dann können wir mal schauen, ob das hier irgendwo Sinn ergeben würde. Hier so eine Leiter hin zu placen. Um theoretisch die Möglichkeit zu haben, hier mal rein und raus zu kommen. Ja, das finde ich doch nochmal ganz cool. Ja, ich muss sagen, generell diesen ganzen Bereich finde ich cool. Man kann hier lang gehen, kommt auf die Brücke, hat hier noch so zwei Laternen angebracht mit so einem kleinen Zaun, den ich sehr cool fand. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen grün adden und so. Guck mal, jetzt haben wir eine Leiter, aus der wir rauskommen. Cool. Und wenn wir weitergehen, sind wir einfach bei Lucy. Lucy sitzt hier auf ihrem Kratzbaum. Die hat hier so zwei Kratzbäume und die sitzt auf einem drauf. Ein bisschen weit rechts, weil in der Mitte, ja, sitzt sie so halb hoch. Sieht ein bisschen bekloppt aus, deswegen, war ja. Jetzt sitzt sie gar nirgendwo mehr drauf. Nein, da. Ja, ihr seht das Problem. Wegen dem Stick hier unten sitzt die so halb da drauf. Aber nein, es geht, finde ich. Wir haben hier so einen kleinen Kratzbaum für Lucy hingebaut. Dann kann Lucy hier auch entspannt, weiß ich nicht, chillen und halt eine Katze sein. Was machen Katzen so? Weiß nicht. Frag Items mal. Und ja, also ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Blätter hinzugefügt. Auch das mag ich. Oh, dann kann man noch so ein bisschen mehr Dschungelfeeling reinbringen. Ja, und jetzt haben wir den Bereich hier auch offiziell abgeschlossen, finde ich. Das hier ist fertig. Gefällt mir. Finde ich schön. Kann bleiben. Sitzt. Passt. Hat Luft und wackelt nicht und so. Und jetzt machen wir als nächstes die Höhle. Was ich davor habe, ich möchte einfach nur beblättern und hier und da ein bisschen Glowstone verstecken. Einfach nur, damit es gut aussieht. Das war's schon. Und sobald wir damit fertig sind, geht es ab. Und zwar zum Tempel. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Gute Nacht. So, nachdem Steg und alles fertig sind, ihr habt es gerade schon gesehen, ist jetzt auch die Höhle fertig. Das sieht doch mega nice aus. Muss ich wirklich sagen. Wir haben hier wirklich eine nice Arbeit geleistet. Wir haben als Dekoration, das Leuchtmittel haben wir Laternen überall dran gesetzt. Das zieht sich hier sowieso schon als Theme durch. Und auch hier haben wir Laternen als Leuchtmittel eingesetzt. Und auch in der Höhle haben wir jetzt Laternen eingesetzt. Wir haben hier einige Wurzeln, die quasi durch die Höhle gezogen sind. Wir haben Gräser nebendran und hier zieht sich auch noch eine Wurzel lang. Wir haben Ores in die Höhle gepackt. Also wir haben hier Emerald Ores, wir haben hier ein bisschen Kohle. Wenn wir weiter hier lang gehen, sind wir hier, ist ein Goldohr und weiter da haben wir auch nochmal ein bisschen Kohle. Auch hier Ranken. Hier sowieso, weil hier kommen ja viele der Ranken überhaupt erst her, beziehungsweise der Blätter überhaupt erst her. Ja, und das ist so ein bisschen die Höhle geworden. Finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir theoretisch beim Haupttempel, den wir auch noch bearbeiten müssen. Und das Erste, was ich da machen möchte, ist, ich möchte hier Platz schaffen. Ja, ich möchte hier so viel Platz machen wie möglich. Es ist gar nicht so viel Platz, den wir haben, muss man an der Stelle auch mal sagen. Wir haben nicht so viel Platz, aber wir können den Platz, den wir haben, hier ganz kurz mal auskundschaften, wie viel da denn überhaupt da ist. Ja, ich weiß nicht, wie viel. Es ist sehr wenig, weil das, so viel weiß ich. Weil das hier ist theoretisch der alte Boden der Kuppel und den können wir theoretisch auch noch entfernen, um ein bisschen Platz zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, da ist die Pyramide. Das heißt, irgendwo hier rechts von uns, irgendwo hier in dieser Richtung, müsste theoretisch der Gang hin sein, wo wir schlussendlich hinwollen. Ich mache hier mal einiges weg, die Dinger lasse ich nochmal ganz kurz. Theoretisch ist das der Platz, den wir haben hier unter der Pyramide, was wir hier reinbauen können.
weil hier drunter befindet sich so quasi direkt, wenn wir hier mal schauen, das hier. Und das hier ist der Elytra-Tunnel. Ich reiße ihn jetzt nicht auf, ich habe den schon mal aufgerissen, um zu gucken, was hier drunter ist. Es ist der Elytra-Tunnel, glaubt mir einfach. Aber wir haben hier genug Platz. Also das hier reicht uns glücklicherweise gerade so als Platz, um hier eine Treppe hinzubauen, die irgendwie hier lang geht und dann hier runter geht, so bis hier, und sich dann mit diesem Tunnel hier treffen kann. Weil das ist ja eigentlich der Plan, dass dieser Tunnel bis hierhin geht und dann hierhin geht und dann irgendwie so hier hoch in den Tempel führt. Also wir können von hier aus eine Treppe machen, die hier runter geht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber jetzt ist erstmal Ausräumen angesagt, denn ich möchte mir ein Bild davon machen, wie viel Platz wir hier unten wirklich haben. Was ich hier unten hin machen will, weiß ich allerdings auch noch nicht so genau. Aber das gucken wir mal gleich. So, während ich hier den ganzen Platz wegmache, beziehungsweise nicht währenddessen, sondern halt, ist doch egal. Gehen wir mal ganz kurz zurück, und zwar hier hin. Und zwar hier raus, bitte. Hallo, ich möchte raus. Hallo, hallo, ich möchte raus. Hallo. Ah ja, first try. So, aua, so fast gestorben. So, und zwar möchte ich hier auf unserer To-Do-Liste, Moment, so, die To-Do-Liste, möchte ich ganz kurz das abhaken. Und zwar sind wir jetzt schon durch mit dem Steg und der Höhle. Das heißt, alles, was im Dschungel noch fehlt, ist der Erdtempel. Das ist es. Wenn wir den fertig haben, sind wir im Dschungel komplett durch. Dann können wir ein Schild hier abnehmen. Dann bleiben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schilder, 9 Schilder, die wir noch als abzuarbeiten haben. Manche davon mit viel, manchmal davon mit, ja, manche davon mit viel, manche davon mit wenig. Mal schauen. Aber jetzt gehen wir hin und machen erstmal uns ein Bild davon, wie viel Platz wir in der Pyramide überhaupt haben. Also in der zweiten Pyramide. Also ne, in dem Maya-Tempel, Mann. Den Tempel habe ich noch nicht fertig, aber ich habe andere Sachen fertig. Und zwar habe ich hier den Weg weitergemacht. Einmal hier nach da führt jetzt der große Weg. Dann hier weiter nach geradeaus. Und hier nur ein Zweierweg. Hier kommt dann auch noch nur ein Zweierweg. Ich weiß noch nicht genau, wo der hinführt. Wahrscheinlich zum Lufttempel oder sowas. Mal gucken. Aber hier nur ein Zweierweg, denn dieser Zweierweg führt tatsächlich hierhin zum Tempel. Ich habe hier mal alles gemacht. So viel Platz haben wir zur Verfügung. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das ist der Platz, den wir für den Erdtempel, habe ich Feuertempel gesagt? Ich weiß nicht, für den Erdtempel zur Verfügung haben. Ich habe auch hier schon einen Weg nach unten gebaut. Dafür musste ich den unteren Elytra-Bereich aber ein bisschen anpassen. Können wir hier... Ich glaube, noch kann ich hier raus. Ja, guck mal, noch geht's. Perfekt. Und dann können wir mal ganz kurz hier lang fliegen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich den Bereich da entsprechend angepasst habe. Wenn ich hier... Kann ich hier drauf landen? Mach kein Auge. Okay. Hier oben habe ich ein bisschen was angepasst. Man sieht es kaum... Oh, ne, es ist gar nicht da oben. Es ist sogar hier oben in der Ecke habe ich ein bisschen was angepasst. Da habe ich einen Busch abgeschnitten und ein bisschen mehr Stein hingesetzt. Man sieht es gar nicht. Es fällt 0,0 auf. Ja, weiß nicht. Und dafür haben wir halt jetzt da einen echt großen Bereich, den wir da noch benutzen können oder benutzt haben, um diese Treppe zu bauen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir müssen hier auf der Kuppel, werden wir noch einige, also das wird auch noch viel Zeit kosten. Ne? Ich möchte hier auf der Kuppel noch super viele Blätter verteilen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Mal schauen. Aber ja, wir sind eigentlich jetzt schon ziemlich weit. Und als nächstes arbeite ich dann halt tatsächlich mal am Erdtempel und zeige euch dann mal, wie das da weitergeht. Weil ich glaube, ich habe da so langsam vielleicht einen Plan. Ich zeige euch einfach, wie es fertig aussieht. Oder mittendrin. Mal gucken. So, ein weiteres Update zum Tempel. Wir haben nebenbei ein bisschen was gebaut und es befindet sich sogar schon ein offizieller Ausgang hier dran. Seht ihr den? Okay, da müsste theoretisch schon jetzt der hin, so, beziehungsweise eine Slab. Aber es befindet sich ein offizieller Ausgang an dem Tempel. Wir haben sogar einen offiziellen Eingang, das ist natürlich der hier. Ich spring mal rein, so. Ihr seht, hier drin ist noch nicht viel passiert, aber wir haben das Design quasi schon fertig. Also ich weiß schon, wie es aussehen wird und es ist ziemlich cool. Redstone ist auch schon in place. Und naja, wir droppen hier runter. Wir haben hier Wasserkanäle, die kommen von allen vier Seiten später, aktuell nur von zwei. Da muss ich nochmal gucken. Ich muss auch nochmal hier hoch mit der Honig hier unten hin, weil hier sieht es aktuell furchtbar aus. Hier werde ich noch ein bisschen Steine hinpacken müssen, so damit das alles passt. Ich baue mich hier mal mit einem Glowstone hoch, damit ich das auch später leicht finde. Aber ja, da muss noch ein bisschen was getan werden. Später wird es so aussehen, dass wir hier an diesen drei Seitenteilen, also immer hier, haben wir quasi Podeste oder Sachen, wo wir was hinstellen können. Ich überlege noch, das Ganze hier auch zu machen, aber dann mit Pistons retracten zu lassen, sodass die nach unten gehen und die nach hinten. Ich glaube, das sollte hier platztechnisch schon hinpassen, wenn ich da unten noch ein bisschen Höhle wegnehme. Ich glaube, ja, vielleicht mache ich das so. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, dass wir hier so noch einen Geheimgang haben, dass der Gang auch geheim ist.
Mal schauen, ob wir das noch in dieser Folge schaffen. Maybe, ich weiß nicht. Aber ansonsten, also ich denke schon, wir machen heute in der Folge alles zu Ende. Das kommt noch in diese Folge. Vielleicht kommt die Folge noch einfach ein bisschen später. Aber so, ansonsten finde ich das schon sehr cool. Ihr fragt jetzt bisher, wo der Ausgang ist. Wir werden an allen Seiten da, jeweils 4 Wassertunnel haben, die so fließen. Und 2 sind besonders. Und der erste besondere ist hier der. Das sieht man hier schon, also hier sieht man es deutlicher. Aber hier nicht so. Wenn ich hier drauf drücke auf den Knopf, dann öffnet sich oben der Geheimgang. Und hier kann ich durchgehen. Hier sind ein paar Ranken. Und dann ist hier oben was geöffnet. Ihr seht es noch nicht, aber so, wenn es schließt, seht ihr es. Hier oben ist der geheime Ausgang vom Tempel. Also alles entspannt. Das heißt, um in die Base zu kommen, kann man theoretisch hier hin und hier rein. Und dann hat man quasi die Basics. Versteht ihr die Basics? Okay, das war richtig lost, der Joke. Aber hört euch das Lied auf jeden Fall an, der Mount Everest. Super Lied. Aber gut, machen wir weiter. Nächstes wäre jetzt die 4 Tunnel hier hin machen. Also hier, hier, hier. Also erstmal 3 Stück davon. Und das Dach soweit voll zu machen. Und hier einen vernünftigen Runterfallschacht. Und um die Lichtsituation muss ich mich auch noch kümmern. Wobei, bis jetzt kann hier nichts spawnen. Bis jetzt haben wir nur Treppen und Wasser. Wenn ich das so beibelasse, muss ich ja gar kein Licht einbauen. Mal schauen. Mal schauen, wie wir es machen. Ich hatte euch auf dem Laufenden. Aber das nächste, was ihr sehen werdet, ist erstmal der fertige Erdtempel. Aber ohne Deko wahrscheinlich. So, wir haben jetzt wirklich viel Arbeit geleistet. Aber ich würde behaupten, der Dschungel ist fertig. Und zwar nicht nur der Dschungel ist fertig. Ich zeige euch mal zuerst mal was anderes. Also der komplette Dschungel ist wirklich komplett fertig. Aber auch hier unten haben wir aufgeräumt. Das heißt, hier sieht man nichts mehr. Oh, guck mal, hier können wir spawnen, aber das ist nur ein Hoch. Von daher machen wir mal einfach... So, hier ist alles fertig, hier erkennt man kaum noch, dass ich hier gearbeitet habe. Bisschen vielleicht noch, wenn man genau hinguckt, aber ansonsten sieht es aus wie eine Höhle, da wird man nicht drauf achten. Aber auch vom Dschungel her, wir sind jetzt beim Dschungel komplett durch. Ich habe wirklich alles gemacht, ich habe auch nochmal Deko gemacht und so weiter und so fort. Klar, der Fluss hier in der Mitte und so fehlt noch, aber das zähle ich nicht zum Dschungel. Das könnte man genauso gut zur Oase zählen, das ist für mich so ein Zwischending. Aber hier muss noch eine Brücke hinkommen und hier muss noch irgendwie Wasser herkommen, das dann hier langfließt mit einer Anglerhütte und so hatten wir ja vor. Ja, aber der Dschungel ist fertig, ihr kennt ihn alle, wir haben einmal hier den Steg und der Kratzbaum für Lucy ist auch am Start, hier sitzt sie ja schon rum und die kann hier spielen und so weiter und so fort, alles entspannt. Wir haben hier den Teich mit der ersten Starterbase, sieht übelst nice aus, wie ich finde. Wir haben hier das abgestürzte Panel aus unserer Kuppel, also wenn wir hier die Kuppel haben, ist hier ein Panel runtergekracht, das liegt jetzt hier. So rein storymäßig, wenn man da von Story reden will. Hier könnte man tatsächlich noch an der einen oder anderen Ecke, oh, vielleicht sogar noch Bambus setzen. Mist, okay, wir sind doch noch nicht ganz fertig. Den Rest machen wir jetzt kurz zusammen. Machen wir hier noch kurz ein bisschen Bambus hin. Ich kann einfach nicht aufhören zu dekorieren. Es ist so viel, was man machen kann. So, ja, guck mal, jetzt da nochmal ein bisschen Bambus. Und jetzt setzen wir hier nochmal einen Bambus hin und so. Da, zack, voll schön. Und jetzt setzen wir hier nochmal 2 Bambus hin. So und so. Dann nochmal ganz kurz so und so. Cool. Aber jetzt würde ich sagen, sind wir dann wirklich fertig. Wir könnten hier noch Bambus hinsetzen. Hier könnte noch Bambus hin. Alles klar. Okay. Jetzt habe ich keinen Baum mehr. Es wächst von alleine. So. Ja, hier haben wir dann den Weg. Der geht hier runter. Ne? Das kennen wir schon. Und rechts lang in die Höhle geht es auch. An der Höhle geht es einmal rechts herum. Richtung Baumhaus. Ja, wir können jetzt auf unser eigenes Baumhaus gehen. Gehen hier durch den Dschungel. Hier über diese Brücke, die mitten durch den Baum auch noch geht und sind dann hier an unserem Baumhaus mit kleiner Veranda, wo wir dann auch gucken können, in den Dschungel schauen können. Dann haben wir hier Pepe Guy, der hier drauf sitzt und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles, ich brauch's euch alles eigentlich gar nicht mehr zeigen, aber ich wollte noch meinen letzten Run durch den Dschungel machen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz nach unten, denn dann gehen wir wieder quasi in die Höhle rein. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Wieso ist da hier wieder eine Ranke gewachsen? Das hat mich ein bisschen gestört schon beim letzten Mal. Machen wir einfach mal... den hier, dann kommt er nicht mehr hin, glaube ich. So, ja, dann gehen wir wieder hier runter und sind wieder in der Höhle. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir zum komplett dekorierten Tempel. Jetzt mit Ranken, die oben drüber wachsen und so. Wir haben auch noch ein bisschen Bambus hier hingesetzt, komplett außenrum. Sieht auch noch ganz cool aus. Und auch der Tempel ist jetzt fertig. Also wir können hier reinspringen und zack, sind dann im Tempel drin. Wir haben dekoriert mit einigen Dracheneiern, ein bisschen Dinger noch hier drin. Also das ist hier unser Platz, um die Dracheneier aufzubewahren. Wir sind jetzt im Erdtempel drin und ja, wir wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Wenn wir wieder raus wollen, können wir ganz einfach hier hinter diesem Wasserfall, ist ein Knopf. Wenn wir den drücken, können wir hier hinten lang gehen, können wir hier hochklettern und kommen hier raus. Nice. So, wir sind dann hier rausgekommen und sind wieder hier oben. Alles entspannt. Aber wir können natürlich auch in unsere Hauptbase gehen. Und das machen, wenn wir gegenüber den Knopf drücken, und zwar den hier, öffnet sich hier ein Geheimgang. Ja, und wir können hier durchgehen und sind dann hier im Tunnel.
Ne? Hier im Tunnel soll das gar nicht nach Dingen aussehen, deswegen habe ich hier eine Doppeltüre eingebaut, die hier aufgeht und oben aufgeht. Wir haben natürlich hier einen Knopf, wir haben drüben einen Knopf. Und auch wenn man jetzt, sag ich mal, hier, wollte ich wirklich hier rein, ich will wieder zurückgehen, ich kann mich nicht entscheiden. Mist, wir sind eingesperrt, ist natürlich jetzt sehr, sehr dunkel, aber hier befindet sich noch ein Geheimknopf, ein Notfallknopf. Wenn man den drückt, geht diese Türe schnell auf, dass man hier rausgehen kann. Also wenn man drin eingesperrt ist, kommt man auch wieder raus, ohne sich auszubauen. Und ich finde, das haben wir sehr, sehr nice gemacht hier. Redstone-Schaltung ist auch jetzt nichts krass Besonderes, halt einfach eine ganz normale, ein Kondensator, der hier ist, der hier diese Türe aufmacht und hier diesen Schaltkreis. Das hier ist für oben, ist mir auch mal Wasser reingelaufen, man kennt es, wenn man mit Redstone arbeitet, ist immer Wasser mit dabei. Hier irgendwo ist ein Zombie, das heißt, ich habe nicht ganz einen guten Job gemacht mit aufpassen, dass hier alles spawnproof ist, aber das mache ich dann irgendwann später nochmal. Ja, hier ansonsten alles relativ simpel von der Redstone-Schaltung her. Man kann hier aufmachen, kann dann hier hochrennen, hat auch genug Zeit, also ich könnte auch ein bisschen stehen bleiben, dann weitergehen und selbst dann hat man immer noch ein bisschen Zeit über. Deswegen kann ich hier auch keine Deko draufsetzen, weil logischerweise wird das nicht ganz so gut knappen. Das wird leider nicht so gut funktionieren. Aber so alles in allem, finde ich, ist doch schon sehr gut gelungen. Wir haben hier jetzt also einen weiteren Eingang in die Base, einen weiteren Eingang aus der Base raus. Wir haben hier theoretisch noch einen Weg, den wir weiterbauen könnten, hier so. Der uns dann, also ich baue den mal kurz hier so quasi, so könnten wir noch einen Weg bauen, der uns dann zum Lufttempel führt. Maybe, I don't know. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Jetzt gehen wir allerdings erstmal zu unserem Aufgabenboard, denn da können wir was abhängen. Tut mir leid, dass uns so lange keine Folge mehr kam. Wir haben für den Dschungel jetzt echt lange gebraucht und deswegen wollte es auch alles in einer Folge haben. Was ist mit dir? Willst du da rein? Okay, tschüss. Ja, Dschungel fertig. Das heißt, wir haben den Erdtempel fertig, wir haben alles dekoriert. Dschungel ist fertig. Und damit bleibt uns nicht mehr so krass viel. Wir haben jetzt im Keller noch einige Sachen, einige Farmen, die wir bauen müssen. Die XP-Station, also im Keller ist noch sehr viel. Ich denke mal, das wird auch das nächste sein, wo wir uns drum kümmern. Dann haben wir außerhalb auch noch die Pyramide voll Gold, den Lufttempel, der Wassertempel, die Gänge, die Wüste. Was wir da noch reinmachen, weiß ich noch nicht mal. Also wir haben noch ein komplettes Viertel, was noch komplett, weiß ich nicht. Mos Eisley, da fehlt der Falke, die Cantina-Band und Villager fehlen auch noch. Das Kuppeldach, der Oase-Dschungel. Die Verbindungsbrücke und die Anglerhütte, das ist auch viel. Also das hier wird, glaube ich, eine Folge sein. Dann können wir, das hier wird wahrscheinlich 2-3 Folgen sein. Das hier wird wahrscheinlich auch wieder 3-4 Folgen sein, keine Ahnung. Feuertempel Plus wird auch relativ kurz gehen. Also einige Schilder werden schnell zu bearbeiten sein, andere dauern länger. Aber wir haben immer noch einiges auf der To-Do-Liste. Und das ist die finale To-Do-Liste. Wenn die fertig ist, sind wir mit Craftstack durch. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge von Craftstack. Ich weiß nicht genau, wann die kommt. Demnächst kommt auch mal wieder eine Folge Create, wenn wir am Luftschiff weiterbauen. Aber das war's erstmal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.